Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema Führen im Flirt, wie du es schaffst, vom Kennenlernen zur Beziehung oder zum Sex zu kommen. Viel Spaß mit dem Video. Also wir reden heute über das Thema Führung. Ihr fragt mich immer wieder, hey, wie läuft es mit der Führung? Ich sehe immer wieder bei Coaching-Teilnehmern, dass das ein schwieriges Thema ist, dass die Männer das missverstehen und nicht genau wissen, wie sie da vorgehen sollen. Deswegen klären wir das in diesem Video. Wenn du dich für einen Coaching-Platz bewerben willst übrigens, dann kannst du das erste Link in der Beschreibung machen, dich dort bewerben. Wenn du mehr Frauen haben willst, mehr Erfolg mit Frauen, viele Frauen daten oder eine Beziehung, wir kümmern uns dann um dein Problem. So, also Führung, warum oder worum geht es da erstmal? Warum ist es überhaupt wichtig? Wichtig ist es deswegen, dass gerade wenn du auf der Straße Frauen ansprichst, dir klar sein muss, bei dir liegt die ganze Verantwortung. Ich will nicht sagen, generell Frauen können keine Verantwortung übernehmen, denn das wäre falsch, das stimmt nicht. Aber ich gehe in allem, was mit Frauen zu tun hat und mittlerweile auch tatsächlich fast in allem, was mit anderen Männern zu tun hat, von folgender Devise aus: Wenn ich es nicht führe, wenn ich nicht die Verantwortung übernehme, dann tut es keiner. Gewöhn dir also relativ schnell an, wenn du jetzt Frauen ansprichst, wenn du Frauen kennenlernst oder auf irgendeine Art und Weise was mit Frauen zu tun hast, gewöhn dir relativ schnell an oder sei damit in Ordnung, dass du die Verantwortung, die Führung, ja Verantwortung, Führung ist jetzt mal ungefähr das Gleiche, übernehmen musst. Was bedeutet das? Viele Männer sind zum Beispiel irritiert, dass wenn sie eine Frau ansprechen und von der Frau nicht viel zurückkommt, dann sind sie sehr irritiert und denken sich, okay, von der Frau kommt nicht viel zurück, wieso kommt denn nichts von ihr, was soll denn das, wieso sind denn die Frauen so ungesprächig? Und was du verstehen musst ist, in dem Moment, wo du ein Gespräch mit einer fremden Person auf der Straße eröffnest, ist es deine Verantwortung, hier die Führung zu übernehmen. Es ist deine Verantwortung, das Gespräch ins Laufen zu bringen. Es ist deine Verantwortung, mit der Frau Nummern zu tauschen. Es ist deine Verantwortung, mit der Frau ein Treffen auszumachen. Und es ist deine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Ganze weiterläuft. Wird die Frau irgendwann auch mal Führung übernehmen und was tun? In den meisten Fällen ja. Aber, wenn du das schon mal bei mir gehört hast, es geht normalerweise so ab, dass du lernst die Frau kennen und zuallererst mal übernimmst du die ganze Verantwortung und die Führung. Das Ganze geht dann meist so weit, bis ihr das erste Mal miteinander schlaft. Und wenn ihr euch dann danach wiedersehen solltet, egal jetzt, ob in einem, oh, wir mögen uns gerne Beziehungs- oder wir haben nur einen Affäre-Rahmen, dann ist es meist so, dass nach dem ersten Sex das Verhältnis so ein bisschen schwankt, sage ich mal, und die Frau anfängt auch mehr zu investieren. Das muss nicht immer so sein, ist aber tendenziell so. Und spätestens dann, wenn wir jetzt von Beziehung reden, du in einer Beziehung bist, dann wird es schon so sein, dass die Frau auch Dinge unternimmt und dass die Frau Dinge übernimmt und dann kann es auch sein, dass die Frau das mehr macht als du. Na, das wechselt sich, wie gesagt, nach hinten raus ab. Aber gerade zum Anfang des Kennenlernens, ist es einfach so, deine Aufgabe ist die Führung, deine Aufgabe ist die Verantwortung. Ja, man kennt das auch hier in der Gesellschaft unter, ja, der Mann muss das machen, der Mann muss die Frau ansprechen. Und glaub mir, wenn du es nicht machst, wenn du nicht die Führung übernimmst, wenn du nicht den Weg gehst, den du gehen willst mit den Frauen, wenn du nicht straight das machst, was du vorhast, was du möchtest, wenn du nicht straight dir holst, was du willst, dann wirst du es nicht bekommen. Die Frau wird dir da meistens nicht groß helfen. Selbst wenn die Frau auf dich steht, selbst wenn die Frau dich toll findet, ist es immer noch deine Aufgabe, gerade am Anfang das Ganze ins Laufen zu bringen. Ja, du sprichst die Frau an. Du fragst nach der Nummer. Warte nicht drauf, dass die Frau irgendwie nach der Nummer fragt und mach nicht sowas wie, ja, also wenn du willst, können wir ja Nummern tauschen, sondern sag einfach, hey, lass uns einfach connecten und dann gucken wir mal, ob wir die Tage was machen. Halt ihr dein Handy hin, lass sie ihre Handynummer eintippen. Schlag du ein Treffen vor. Frag die Frau nicht, hey, was möchtest du denn machen? Was könnten wir denn machen? La la la. Sondern überleg dir was, sei kreativ, plan was. Überleg dir, worauf du Bock hast und was cool sein könnte. Und mach das dann mit ihr. Schlag es dann vor, hey, lass uns die Tage Minigolf spielen gehen, jetzt als blödes Beispiel. Mir würde zum Beispiel Donnerstag und Freitag gut passen, wann passt es dir denn? So, Führung übernommen. Auch nach dem Treffen, wenn du sie dann wiedersehen willst, warte nicht drauf wie so ein Eumel, dass sie dir irgendwann mal schreibt, damit du dann, oh, jetzt hat sie mir geschrieben, jetzt werde ich ihr zurückschreiben und mit ihr ein Treffen ausmachen. Nein, nach dem ersten Treffen kannst du, wenn du jetzt so eine Richtlinie haben willst, du kannst natürlich halten, wie du es willst, aber wenn du eine Richtlinie haben willst von mir, nach dem ersten Treffen, 3 bis 5 Tage warten, dann kannst du ihr schreiben für das nächste Treffen. Sollte sie dir vorher schreiben, im Sinne von, sie schreibt dir irgendwie 2 Tage später, hey, wie war dein Tag heute oder irgendwas anderes, um mit dir Kontakt aufzunehmen, dann gehe ich davon aus, oh, die Frau will mich wiedersehen und mache dann das Treffen aus. Und so ist der Ablauf, dem ich folge. Und wie gesagt, mit der Zeit, und wenn ich das immer wieder mache, wenn ich hier einfach immer wieder die Führung übernehme und die Verantwortung, dann wird die Frau mit der Zeit sich da auch mehr integrieren und sich mehr engagieren. So sollte das
das normalerweise sein. Wenn das nicht so ist und die Frau mich weiter trifft, kommuniziere ich auch ganz klar, hey, guck mal, mach du auch mal was. Ich habe keinen Bock, immer alles zu machen. Und dann macht die Frau auch in den meisten Fällen was. Ne? Aber es geht darum, dass du von Anfang an erstmal etablierst, ich führe, ich übernehme hier die Verantwortung. Das ist ganz wichtig, damit die Frau sich bei dir wohlfühlen kann. Weil das ist das größte Problem von Leuten, die jetzt gerade neu auf der Straße unterwegs sind. Die wissen halt nicht so genau, oh, was soll ich jetzt machen? Dann sind sie unsicher, das ist ganz normal und verständlich. Und dann ist die Frau natürlich auch ein bisschen unsicher, weil die ist natürlich auch, die kennt die Situation nicht. Die spricht nicht jeden Tag mit fremden Männern auf der Straße. Die Frau ist also unsicher, du bist unsicher, beide sind unsicher. Und irgendwie übernimmt so niemand wirklich die Führung oder die Verantwortung. Und in den meisten Fällen endet das Ganze dann darin, dass nichts passiert. So ist es oft bei Anfängern. Und du willst dann an den Punkt kommen, und da kann ich dir auch helfen, du willst dann an den Punkt kommen, dass du Verantwortung übernehmen kannst, dass du entspannt im Gespräch bist, dass du die sichere Quelle, der sichere Punkt sein kannst in all dem. Du führst diesen ganzen Dating-Prozess bis zu dem Punkt, wo sie dann mehr investiert, bis zu dem Punkt, wo ihr dann eine Affäre habt oder eine Beziehung habt. Und auch in einer Beziehung lehn dich da dann nicht zurück oder in einer Affäre, sondern führe das Ganze in die Richtung, in die du dir vorstellst, wo es hingehen könnte. Und die Frau, in den meisten Fällen ist es so, die Frau wird dann sehr happy damit sein, dir auf diesem Weg zu folgen. Es ist meistens so, wenn du jetzt nicht gerade so eine Feministin hast, die, oh mein Gott, ich muss überall die Führung übernehmen und wenn du jetzt nicht gerade so ein Girl an deiner Seite hast, dann ist es meistens so, dass Frauen sich sehr gerne von dir führen lassen und sozusagen der Support sind, die Unterstützung. Wenn du mal League of Legends gespielt hast, weißt du, viele Frauen, fast alle Frauen spielen Support, während die Männer die ganzen führenden Rollen spielen. Und damit kommen die Frauen eigentlich auch sehr gut klar, wenn sie ein bisschen traditioneller unterwegs sind, nicht wenn sie jetzt so Lefty-Feministin sind. Ganz witzige Geschichte, ich war letztens in Wien, ach Quatsch, in Zürich auf einem Coaching und dann war da so eine Feministendemo und dann sind wir, ich in meinem Teilnehmer neben zwei Feministinnen hergegangen und die waren ganz hübsch und ich dann zu denen so, ich wusste auch nicht, dass sie dazugehören, ich so, ihr seid ja Herr Zick, ihr seht ja Herr Zick aus, weil ich, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, dann lerne ich immer gerne so ein bisschen die Lingo, also die Sprache von diesem Ort und labern dann immer gerne mit den Leuten so, ihr seid ja herzig. Und dann meinten die zu mir, also das wollen wir heute nicht hören. Heute sind wir ja wegen Gleichberechtigung unterwegs. Also, und ich dann so, was heißt denn herzig? Ich wusste es halt irgendwie so, ja, das heißt, dass wir süß sind. Ich so, oh, das ist ja ganz schlimm so. Also, diese Frauen sind einfach, halte ich einfach fern davon. Mein Coaching-Teilnehmer wollte dann auch in diesem Feministinnenbulk Frauen ansprechen. Ich habe ihm gesagt, komm, lass uns in die Innenstadt gehen. Da sind dann das die Frauen, die nicht bei den Feministinnen unterwegs sind. Da sind dann die ordentlichen Frauen. Lass die hier einfach machen. Lass die hier ihren Quatsch da machen. Und wir kümmern uns um die anderen Frauen. Führe also das Ganze. Es ist deine Verantwortung. Es ist dein Ding. Und ich habe viele Männer gesehen, die sich darüber aufregen. Oh, wieso können denn die Frauen nicht mal was machen? Ja, chill halt. Wenn du willst, dass die Frau was macht, dann musst du dir so eine Feministin anlachen, die freut sich dann, dass sie führt, macht es zwar eigentlich nicht gerne, aber man hat ihr gesagt, sie müsste es machen. Das willst du nicht, deswegen führ einfach, übernimm die Verantwortung in allen Stages, in allen Ebenen des ganzen Verlaufs und adaptiere einfach die Einstellung, die ich dir eben schon mal gesagt habe. Ich gehe davon aus, ich muss alles führen. Und wenn die Frau dann auch mal was macht, bin ich auch happy damit. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass ich das führen muss und mit diesem Selbstverständnis gehe ich dann auch an das Thema Führung ran. Das dazu, schreib mir gerne in die Kommentare weitere Fragen, was du davon hältst und Themenvorschläge. Geil, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast, ganz wichtig. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching bewerben, für eine der letzten Plätze dieses Jahr. Unten rechts kommst du zu einem Video, einem weiterführenden Video. Wenn du das Video gesehen hast, schau unbedingt dort vorbei. Weitere Informationen kriegst du dort. Schau es dir unbedingt an. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.